Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Rising. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, der Nico, der hat heute ein bisschen was vor mit euch, ne? Als allererstes, was wir völlig vernachlässigt haben, also insbesondere ich, wir wollten doch schon längst hier an der Werkbank mal hier diese gnadenlose Kupferkeule machen. Die machen wir uns schnell. Ich habe dafür schon alles im Sack gehabt. Die geht auf jeden Fall schon mal besser. Und was wir heute auch machen werden, ist, wir werden uns heute hier um den Banditenkönig nach Möglichkeit kümmern. The Quincy. Und um den Quincy zu legen, ich habe nämlich schon mal geguckt, wo der steckt, brauchen wir Dynamit. Der hat sich in seiner Festung verschanzt. Ich zeige es euch mal kurz auf der Map. Gerade mal gucken. Wo war er denn? Hier, Banditenfestung. Da ist er drin. Da müssen wir hin. Das heißt, ich würde mich hier oder hier, wahrscheinlich eher hier hin teleportieren und dann laufe ich hier runter. Aber dafür brauchen wir zuerst Dynamit, weil du kannst die Tore nicht überwinden. Also du kannst dagegen schlagen und dann steht da, du brauchst Dynamit. Und für Dynamit habe ich auch soweit mal alles in der Tasche. Ich weiß allerdings überhaupt nicht, wie viel Dynamit man braucht. Ich werde davon mal zwei machen und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Das lassen wir laufen. Ja, ich habe hier umgebaut, wie ich es auch in der letzten Folge versprochen habe. Ich habe den Raum hier aufgelöst und kann jetzt hier das Portal oder konnte jetzt hier das Portal hinstellen. Ich finde, das sieht halt auch nochmal mega gut aus, das Ding. Also, gefällt mir sehr gut. Hat gut gepasst. Dafür habe ich jetzt natürlich ein bisschen umbauen müssen. Aber ich habe endlich mal alle Schränke ins Lager gebracht. Also hier. Hier stehen jetzt alle Regale drin. Und ja, mein Sarg steht jetzt hier beim Diener-Sarg. Beim Umbauen habe ich auch, oder hat mich ein Golem angegriffen. Und dann hat hier Duke hat alles gegeben. Deswegen gibt es jetzt einen neuen Duke. Denn der alte Duke ist tot. Aber ich habe mal einen Schurken geholt. Und ich habe auch einen guten Schurken ausgesaugt, wie man sieht. Sogar Stufe 3 mit 64%. Also eigentlich schon mal sehr nice. Was macht das Dynamit? Sag mal, was ist mit dir eigentlich los, du? Kleines Schleckermäulchen, ey. Schauen wir mal hier rein. Eins ist schon fertig. Eins würde ich noch machen. Und dann schmeißen wir den Rest nämlich einfach hier raus. Ich habe 100 Papier in der Tasche. Ich würde nämlich mit euch gerne nochmal am Forschungstisch entdecken. So, jetzt schauen wir mal. Das haben wir entdeckt. Die Glutkette. Und hier, Sortiment einfacher Kerzenständer. Ich hau immer mal wieder Papier raus, wenn ich 100 Stück zusammen habe. Einfach, dass wir da auch mal ein bisschen was sehen. Denn ich möchte jetzt unbedingt den, wie heißt der, Quincy legen, weil dann kriegen wir endlich Eisenkram. Und wir brauchen Eisen, um unser Herz, Blutherz, wie heißt das Ding eigentlich richtig? Schlosszentrum, so rum. Schlosszentrum nämlich aufzuwerten. Denn ich brauche mehr Baufläche. Das kann so hier nicht weitergehen. So, jetzt lass uns mal schauen. Was haben wir denn hier alles für Killefit noch in der Tasche? Schwefelbretter. Hier, warte mal. Wir fangen mal hier an. Das kann mal raus. Die können auch raus. Dann haben wir hier einiges an Kupfer noch was raus kann. Bretter. Leder, Leder, Leder. Wo hatten wir denn Leder? Sägespäne, Leder war hier, ne? Jo, zack. Das restliche Pulver, also sprich die Schwefel, den würde ich wieder hier reinmachen. Ich weiß im Moment nicht, der hat noch keinen eigenen Platz. Kriegt er noch. So, jetzt holen wir noch die Dynamitstange und dann würde ich sagen, mache ich einen kurzen Cut, dass wir uns oben bei der Festung wiedersehen. Dürfte fertig sein, ne? Jo. Na, dann bin ich jetzt mal gespannt. Das lege ich mal lieber da unten hin. Dann flitzen wir hier mal los. Wobei, wir können auch das Stück eigentlich zusammengehen. Und den Rückweg cutte ich. Was? Ich habe Ressourcen in der Tasche. Nee. Kann ich das da hinlegen?
erzählt, das kann nicht teleportiert werden. Okay. Dann würde ich sagen, ich laufe hoch, scheinbar. Das ist ja unnötig, aber gut, sei es drum. Ich laufe hoch und dann sehen wir uns gleich oben. Das letzte Stück hole ich euch rein. Ich dachte, vielleicht habt ihr auch Lust, mal ein bisschen zuzuschauen, was hier so los ist. Hey. Wow, blöde Kuh. Die mit ihren Feuerpfeilen, ne? Das ist echt eine üble Kiste. Ich nehme hier mal mit. Warum rennen die denn so schnell? Bleib doch mal hier. Ja, war ja klar, dass da gleich eine Pflanze rauskommt, ne? Blöde Pflanze. Kann ich mir auch gern haben. Gut, weiter geht's hier. Ja, wie ihr seht, ich setze auch Fähigkeiten viel, viel, viel mehr ein. Macht auch viel, viel, viel mehr Sinn. So, mal gucken, was habt ihr denn hier verloren? Oh, irgendwas Schönes haben wir gefunden. Ah, eine Keule. Und was ist das? Zäune und Brunnen. Schön. Und ein unverdorbenes Herz, das ist auch dabei gewesen. Ah, das ist sehr gut, weil von dem brauche ich noch ein paar. So, lass uns mal auf die Map gucken. Wo sind wir? Ah ja, wir sind hier. Und wir müssen dahin. Also weit haben wir es nimmer. Ich bin mal gespannt auf den neuen Quincy. Was der so drauf hat. Wir laufen den Weg entlang, ne? Jo, wir laufen den Weg entlang. Kurz zum Bären. Der Bär hat nämlich eine super krasse Heilungsrate. Och, liebe Wölfe. Ist jetzt euer Ernst? Okay. Ciao, sie. Leg dich nicht mit dem Bärchen an. Spitze, da sind wir auch schon, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Jo. Also man sieht es ja auch. Da ist ganz schön befestigt, ne? So, tschüssen. Rauer Faden, danke. Verdorbenes Herz nehme ich auch. So, und jetzt müssen wir mal gucken, denn ich zeige es euch kurz. Da, Sprengstoff benötigt. Ich habe jetzt keine Ahnung. So, was? Gebäude platzieren? Ach, guck mal. Jetzt kann ich hier die... So, nu. Kann man das jetzt anzünden oder was? Oder muss ich einfach nur drauf feuern? Aha!
Wie cool. Das finde ich ja nice gemacht. Interessant, interessant. Ja. Nehmen wir mal alles mit. Aussortieren tue ich aber später. Ach, guck mal, hier sind voll viele Sklaven. Ah, ich liebe diesen Hund. Habt ihr keine unverdorbenen Herzen? Das ist schade. Ich brauche nämlich welche. Seid ihr unverdorben? Ja, mal nicht rum. War doch klar, dass ihm das passiert, oder? Also mir war das klar. Pflanzenfaser braucht kein Mensch. Haben wir eigentlich schon irgendwas Nices gefunden? Nee, noch nicht. Den Sprengstoff mache ich aber mal da runter. Also das Buch, klar. Das ist natürlich schon nice. So, die sind mal los. Verdorbenes Herz. Ja, von denen findet man auf jeden Fall mehr als von den Unverdorbenen, ne? Schade eigentlich. So, das ist natürlich doof jetzt Tag, ne? Na ja, gut, wir können uns ja ein bisschen hier umgucken zumindest. Aber ich würde sagen, den Meister Lampe, den sollten wir machen, wenn es halt dunkel ist, ne? Sonnenbrand kriegen. Da hinten stehen auch noch welche rum. Einer mit einer Axt. Bogenschütze. Und der ist bestimmt da hoch, ne? Tja, Nacht wäre gut. Dann würde ich sagen, machen wir kurze Pause und dann hole ich euch gleich in der Nacht rein. Es ist gleich soweit, dass es Nacht ist und ein neuer Spieler hat übrigens das Feld betreten. Da hinten ist so ein Typ mit so einem riesen Schild, der hat hier die Leute alle platt gemacht, ne? Also ich war es nicht. Ich habe mich nur sehr gewundert, was er für einer ist, weil er auf einmal total abging und irgendwie auf die Leute hier eingedroschen hat. Warum auch immer. Weiß nicht, was sein Beweggrund ist. Wo ist er jetzt hin? Hä? Der ist tatsächlich verschwunden. Okay. Naja gut, wir schauen jetzt mal, wo unser Freund ist, den wir hier legen wollen. Wie vermutet, glaube ich, er ist auf jeden Fall hier die Treppe hoch.
Wunderbar. Das ganze Zeug sammle ich dann mal später ein. Hier gibt's Kisten. Ja, die ganzen Kisten, das können wir alles später machen. Weil ich würde jetzt schon gerne die Nacht nutzen. Ach, guck mal, hier gibt's auch noch hoch. Entspannt sich hier bitte mal alle. Oh, hat die ein Glück. Ist jetzt dein Ernst, ne? Sag mal, nerv mich noch nicht. Tänzelt da rum. So, Herz. Herz. Jetzt sind wir mal gespannt. Er müsste ja dann irgendwo da drüben sein, ne? Na, ich hoffe es. Wir müssten eigentlich auch noch einen aussaugen, ne? Das wäre eigentlich noch gut. Gut wäre es, wenn wir den hier noch gekillt kriegen. Komm schon, ich will an dir rumnagen. Lass mich an dir rumnagen. Ach komm schon, was ist denn los? Sehr gut, so ist unser Leben wenigstens gleich wieder voll. Lass uns mal hier auftanken. Naja, immerhin nicht so gut wie der vorher. Aber ja, man kann es ja hier nicht aussuchen, ne? Was man aussaugt. Das, was halt rumläuft, ne? Ach du Scheiße. Mir schwant ja Böses, gell? Okay. Ja gut. Mein, haben wir eine Wahl? Nö, haben wir nicht. Scheiße. Okay. Uiuiui, der ist pissig jetzt, ne? Krass.
me what you've done! Nein, nein, komm. Uiuiui. Show me what you've got. A rousing battle. Oh, was? Ich muss mal ganz kurz mich abseilen. Hui. Aber so ganz schlecht haben wir uns nicht geschlagen. Nur seine Attacken sind echt biestig, ne? Another notch on my belt has arrived. Wir haben ihn. Incredible. Aber cooler Typ. Ich mag seine Moves. Blöd ist nur, dass er sich selber stunt kann. Ne? Aber top. Oh, wie gut. Endlich Eisenkram. Und einen Haufen Steine finden wir hier auch noch. Och, nice. Dann würde ich sagen, wir räumen unten auf jeden Fall noch alles aus. Ein paar Minütchen haben wir ja noch in der Folge. Und zurücklaufen kann ich ja dann selber. Nee. Sonne ist jetzt nicht so meins, nee. Nee. Bisschen Glas wäre eigentlich noch nice. Jetzt gucken wir mal, was haben wir denn da gefunden? Goldener Schmuck. Oha. Und guck mal, Gebräu der Wildheit. Auch schön. Jetzt tun wir mal alles darunter. Gartendekor. Ich glaube, Gartendekor haben wir aber schon, ne? So, jetzt gucken wir mal, ob wir uns hier vom Acker machen können. Das freut mich ja, dass es doch ganz gut geklappt hat. So, hier habe ich doch eine Kiste irgendwo gesehen, ne? In irgendeinem... Ne, komm, Necro, nimm mal deinen Speer in die Hand. Sonst wird das hier nicht, ne? Ne, hier schon mal nicht. Da ist eine Kiste. Das nehmen wir mal alles.
Ah, ich glaube, das war hier, ne? Oder? Nee, hier war es auch nicht. Sag mal, irgendwo habe ich eine Hütte gesehen mit einer Kiste. Ich glaube, die ist weiter unten, oder? Jetzt müssen wir... das wird natürlich doof, jetzt darüber zu kommen. Da unten ist auf jeden Fall eine Kiste. Kann man da runterspringen? Ich glaube schon, oder? Wir versuchen es mal. Jo. Nice. Na. Hey, entspannt euch alle mal. Mann, da willst du nur zur Kiste und dann hier voll der Auflauf. Oh, da war Glas dabei. So, wir lassen hier nichts verkommen, ne? Wie voll sind denn unsere Taschen? Ah, bisschen wird noch gehen. Das wollte ich auch nicht, ne? Nee, ich brauche hier Schatten, Jungs. Oh, das war auch eher schlecht als recht. So. Oh Gott, hier liegt ja schon wieder ewig viel, elendig viel. Oh, gleiches Blutmond. Super. 58% ist auch geil, ne? Ich hätte gern mal hier, ne? Bis Stufe 5. Das wäre mal geil. Komisch, aber den ich vorhin meinte, der hier alle im Lager platt gemacht hat, der ist gar nicht mehr da. Ja, der sah so ein bisschen barbarenmäßig aus, mit Schwert und Schild und ein ziemlich breiter Typ vom Körperbau, also ganz schöner, ordentlicher Krieger. Und der hat hier rumgewütet. Ich habe so einen auch schon mal auf der Straße gesehen. Guten Tag. Entschuldigung. Das können wir schon mal mitnehmen. Au, au, au. So, dann werfen wir mal noch einen Blick in die Kiste. Was will ich nicht? Pflanzenfaser will ich nicht. Die paar Leder will ich nicht, das bisschen Holz will ich nicht. Dafür nehme ich lieber das mit. Und das? So Sachen, die ein bisschen seltener sind. Jo, guck mal. Die haben auch gegen irgendjemanden gekämpft, ha? Das hast du dir so gedacht, ne? Hey, yo, Kumpel! Ja.
Na. Das nehme ich. Blöd, dass er sich damit immer verrät, ne? So. Schön. Dann haben wir gleich alles ausgeräumt. Dann nehmen wir hier noch den ganzen Killefit mit. Was war das da? Versteckte Knochenechse, ja gut. Geschenkt, ne? Ist das fies. Oh, da ist ja, da ist ein Herz, ne? Ich mach das nur wegen den Herzen. Versteht sich. Kann man eigentlich das Tor hochlassen? Mitnehmen? Oder kommt man hier wenigstens hoch? Nee. Hey, bleib stehen. Danke. Das war's hier. Das können wir alles nicht mehr mitnehmen. Mensch, Skinners, wir sind wirklich rappelvoll. Jetzt müssen wir nur mal gucken, durch welches Tor sind wir denn reingekommen, frage ich mich gerade. Das ist die Treppe nach oben, ne? Ja. Schleifsteine sind wir auch voll. Ah, da vorne ist das aufgebrochene Tor. Sein blöden Netzmensch. Kann mir auch gern habe. Dann machen wir noch die Menschen hier zusammen. Rauer Faden, Papier. Wieso habt ihr keine Herzen? Wie finde ich denn das bitte? Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, ich flitze zurück und in der nächsten Folge hole ich euch ab und dann schauen wir uns mal an, was wir jetzt machen können. Wir bräuchten natürlich Eisen. So die Frage, wo wir Eisen herkriegen, aber das sollte dann mal das kleinere Übel sein. Wir werden es hinbekommen. Dann bedanke ich mich bei euch wieder mal fürs Zuschauen. Genießt die Zeit, bleibt mir gesund. Bis gleich.